Ich bin ein Fan von Mario Gomez und mein Lieblingsessen ist Mayo mit Pommes. Und damit hi zu einer neuen Reaction hier. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich eure Begrüßungen wieder nehme. Also wenn ihr auch Begrüßungen für mich habt, dann schreibt sie jetzt in die Kommentare und vielleicht kommt ihr dran. Ich reagiere heute auf sehr seltene Fußballmomente, die die meisten von euch oder vielleicht sogar noch niemand von euch gesehen haben wird. Hoffe ich einfach mal, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich glaube ich eh nur Kacke. Deswegen ziehen wir uns heute diesen ganz verrückten, komischen Momente aus dem Fußball rein. Lasst ein Like da und ein Abo auf. Mein Pommes mit Mayo-Nacken. Und wir ziehen weiter durch jeden Tag ein neues Video. Let's go! Hoffen wir mal, dass es wirklich sehr seltene Momente sind. Und da wird einfach der Verteidiger mal ganz eben zum Torwart und packt die Monsterparade aus, Alter. Richtig stark. Und gegen den Pfosten, Alter. Kuss auf Nuss. Was? Der kriegt eine rote Karte dafür? Oh, er war letzter Mann. Letzter Mann hält, oder nicht? Oh, tschüss, Ronaldo rastet komplett aus. Aber was macht er mit dem, Alter? Pack den da am Nacken, Alter, das geht nicht, ja? Ronaldo normalerweise immer ein Ehrenmann. Aber das war ein bisschen zu groß. Oh, guck mal, Gigi gibt ihm da noch Kuss. Gibt ihm da noch Kuss auf seinen verletzten Hals. Ah. Jo. Digga, einfach gegen Liverpool links und rein gesneakt den Ball. Die haben alle geschlafen, Bruder. Da haben die diese Ecke gegen Barca zurückbekommen. Langer Ball. Oh. Digga, trifft Schiri. Aber Schiri macht gar nichts. Schiri bewegt sich gar nicht, Junge. Normalerweise jeder Fußballer wäre umgefallen, wisst ihr? Was passiert da? Tottenham. Im Hintergrund Mourinho da. Kriegt eine gelbe Karte, Alter. Okay, check ich nicht. Hat Mourinho irgendwelche Faxen gemacht oder was? Lol, was war das denn für eine Monsterschwalbe? Und der Ehrenmann legt sich auch einfach so auf den Boden und macht Schwalbe. Sparbel? Junge, legt sich auch einfach auf den Boden. Er verspottet ihn richtig, Bruder. Aber es war auch wieder eine lächerliche Schwalbe, Alter. Oh mein Gott, ist das bitter. Ist das bitter. Er hält den Ball, beziehungsweise er pariert ihn, aber Bruder, das ist halt, wenn man gerade einen Tippschein hat und auf seine eigene, gegen seine eigene Mannschaft setzt, so wisst ihr? Der meint, wir müssen noch ein Tor kassieren. Oh mein Gott, der kommt gar nicht klar. Das war doch zweite Bundesliga sogar. War einfach noch am Trinken. Der Arme. War es zweite Liga? Es müsste zweite Liga gewesen sein. Ein Synchron- Fallrückzieher, oh mein Gott. Zwei dumme, ein Gedanke, beziehungsweise zwei schlaue, ein Gedanke. Wer hat jetzt getroffen, man weiß es nicht. Es war einfach diese Tsubasa-Teamarbeit. Oh mein Gott, Choupo-Moting muss natürlich auch am Start sein. Dieser Moment, wenn du einfach Brain-AFK bist. So, er wollte ihn halt wahrscheinlich nicht reinschieben wegen Abseits dies, das, weil er gemerkt hat, der Ball geht eh rein. Ja, aber dann mach doch einfach gar nichts so. Dann stopp ihn doch nicht an, Digga. Ey. Ja, ich check gar nichts. Was? Ist der Außennetz rein oder was ist da passiert? Digga, Torwart, geht's dir gut? Guten Morgen. Guten Morgen, Torwart. Guten Morgen, er steht gar nicht auf. Oder das war richtig gut gemacht vom Verteidiger so. Überhaupt kein Vorwurf an den Verteidiger. Das war einfach der Torwart, der einfach geschlafen hat. Ah, Mbappé, Hand Gottes, das war auch legendär. Also so eine legendäre Aktion. Was auch immer er sich dabei gedacht hat, ne? Unglaublich, unglaublich. Oh mein Gott, Lukaku. Digga, wenn es mit dem ersten Kopfball nicht klappt, dann klappt es da mit dem Flugkopfball auf dem Boden, Alter. Junge, wie glücklich kann ein Stürmer sein, Alter? Ohne Spaß. Alles Glück der Welt da zusammengekommen. Hä? Warte mal. Wo ist denn der Ball hin? Er hat den ganzen Rasen mit rausgekickt. Yo, chill. Den ganzen Rasen einfach rausgetreten. Okay, guter Platz da, sehr gut. Ja, das gibt eine rote, aber ist er auch wieder kurz zum Torwart geworden. Ah, der wäre aber auch gut gekommen.
Oh, das ist halt, wenn die Reflexe reinkicken. Was soll man machen, ja? Aber auch richtig synchron zum Torwart. Der hat das genauso gemacht. Ach, Bruder, du bist leider kein Torwart, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Von über 50 Metern rotzt er den einfach ins Tor. Torwart wurde auch wieder bestochen, Leute. Also, wer da Elfmeter pfeift, der hat doch echt einen Knall, Alter. Guck doch mal, wie eindeutig Sterling da in den Boden tritt. So, der Verteidiger erholt nicht mal aus, um irgendwas zu machen. Ey, das ist wirklich ehrenlos, diesen Elfmeter anzunehmen. Muss ich ehrlich sagen. Boah, Mashallah-Trick von Dele Alli. Der war schon fast im Aus, dann schickt er den Son noch auf Reisen. Vom Boden aus. Und ist sogar einfach ein Tor dadurch entstanden. Boah, das war wunderschön. Boah, war das nicht der Mainz-Torwart? War es nicht der, der René Adler sozusagen ersetzt hat damals? Junge, er hat... Was ist denn das? Er hat einfach in die Luft getreten. Er hat einfach nicht mehr gesehen, wo der Ball ist, Junge. Boah, der Freistoß war brutal. Muss man respektieren. Oh mein Gott. Digga, Kepa hat den danach einfach noch in die Fresse bekommen. Was? Oh mein Gott, ich dachte immer, der wäre direkt reingegangen. Der ist nicht mal, der ist einfach von Kepas Face. Ronaldo fetzt die Eckfahne weg. Was steht die Eckfahne auch genau da, Junge, wenn Ronaldo da schießen will? Das ist auch unlogisch. Also, das ist eine blöde Eckfahne, so, ne? Ganz klar. Was? Was ist denn mit der Verteidigung los? Wie kann es denn sein, dass beide den da Richtung Tor hauen? Wieder zurück zu Kepa. Hier ist bestimmt, wo er nicht ausgewechselt werden wollte. Egal, was war mit dem da los? Er sagt einfach nein, ich bleib drin. Was geht im Kopf von dem Spieler vor, dass er sagt, nee, ich gehe jetzt nicht raus? Das war wahrscheinlich, wo der gerade Ball in die Fresse bekommen hat. Aber dachte der so, ja, nee, ich bleib jetzt doch noch drin. Ohne Sinn. Ohne Sinn, Leute. Arme Trainer, Alter. Überhaupt keinen Respekt vom Spieler. Danke fürs Zuschauen, für diese Reaction hier. Gerne mal einen Daumen hoch da lassen und könnt in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes für Reactions sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Und zwar morgen. Hau rein. Ciao.